Also bis zum 0-1 war es ein Spiel aus meiner Sicht auf Augenhöhe. Wir mit einem sehr, sehr guten spielerischen Ansatz. Natürlich in der Tiefe nicht das so in den Abläufen, wie man das gerne hätte. Das ist aber dann meine Verantwortung und auch meine Schuld, da wir da in den vorderen Bereichen noch nicht die Leute haben, die wir dann am Ende haben werden und auch natürlich auch brauchen. Dennoch hat es speziell Geisi sehr ordentlich gemacht. Paul Mille, der ist heute Morgen angekommen und man sieht da sein Potenzial und seine Qualität, vor allen Dingen seine taktische Qualität, auch hinter zum Schluss die 20 Minuten noch als rechter Verteidiger. Damit sind wir sehr zufrieden. Ich meine, es ging die Woche relativ schnell. Ja, ich bin gestern aus Offenbach angereist, dann heute hier Training. Ja, so ein Ereignis, so ein Testspiel macht natürlich sehr viel Spaß. Das ist ein super Einstand und das kann nur so weitergehen. Für mich ist das Ergebnis eigentlich zweitrangig. Ja. Wir haben, denke ich, gut dagegen gehalten. Ja. Hertha hat natürlich zur Halbzeit dann nochmal komplett gewechselt und sehr viel Qualität auf den Platz gebracht. Es wurde natürlich für uns nicht einfacher. Sicherlich kann man ein paar Tore verhindern, vermeiden. Ja, aber wie gesagt, das ist immer eine Vorbereitung und ja, daran geht es einfach zu arbeiten. Also ich habe das Spiel definitiv enger gesehen wie das Ergebnis. Hinten raus oder gerade in der zweiten Halbzeit waren es dann zu viele individuelle Fehler bzw. Ballverluste, die dann halt gegen Bundesligisten eiskalt bestraft werden. Aber ich glaube, dass man gesehen hat, wie der Plan ist, wie wir Fußball spielen wollen, dass wir den Ball haben wollen, dass wir flach hinten raus spielen wollen. Und das auch wirklich phasenweise sehr gut geklappt hat. Ich meine, wir haben gegen Bundesligisten gespielt, der spielt halt nun mal erste Liga und das nicht umsonst. Ne? Für Sie, was ist das Tagesspiel für Energie? 5000 Zuschauer waren schon da. Wie beeindruckend war die Kulisse für Sie? Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man jetzt nach 2 Jahren mal wieder mit Fans im Rücken spielt, sag ich mal. Oder mit so vielen Fans im Rücken spielt. Sonst die letzten 2 Jahre wurde bei so einem Publikum immer nur ausgepfiffen. Ja, war beeindruckend oder so stellen wir uns als Mannschaft das vor, dass das Publikum hinter uns steht und das war heute definitiv der Fall. Ich denke, in der ersten Halbzeit waren wir eigentlich gleich auf. Wir hatten viele Chancen gehabt, die sie vielleicht besser ausspielen können. Wir haben sogar vielleicht in Führung gegangen. Und dann kriegen wir in der letzten Sekunde, sage ich mal, der ersten Halbzeit das Gegentor. Und das nimmt einen auch ein bisschen mit in die Halbzeit. Und dann, versucht man in der zweiten Halbzeit natürlich noch einiges rauszuholen, aber ich glaube, von der Fitness her sind sie auch ein bisschen weiter als wir. Das haben wir, glaube ich, dann auch gesehen am Ende. Woran lag es denn, dass ihr nicht mehr ganz die Kraft aus der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit auf den Platz gekriegt habt? Das ist eine gute Frage. Keine Antwort drauf.